Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Und wie ihr hier oben seht, es ist viel passiert. Viele Fohlen. So. Dieses Fohlen ist entweder von Frenja oder von Uschi. Wir gucken mal. Von der Uschi. So. Das sieht man ganz anders aus als die Mama. Und es hat auch leider nur zwei Very Good. Das heißt also, es wird uns definitiv verlassen. Das kleine Kerlchen. Es hat ein großes A, ein großes G und das Tobiano. Und beste Chancen in Dressur. Ein GP von 639 und leider, wie gesagt, nur zwei Very Good. So, dann werden wir es gleich mal für den Markt markieren. So. Als nächstes hätten wir dann dieses Fohlen, das ist entweder von Amy oder von Moonlight. Von Amy, Max von Sokrates ist der Paps. So, was haben wir denn da? Ach, je. Wir haben ein, zwei Very Good, zwei Average und ein Below Average. Also geht auch dieses Fohlen dann in den Verkauf, beziehungsweise wenn es nicht anders geht, dann auch über den Zaun auf die andere Seite, da wo das Gras immer grüner ist, nämlich auf den Pferdealtenhof. So, trotzdem werden wir es testen lassen. So, 2 E's, ein G. Und das war's. 558 GP und ja, wenn überhaupt dann für Driving. Auch das markieren wir mit. Jawohl. So, weiter geht's. Holla. Sehr, sehr schickes Fohlen. Aber auch leider nur zwei Very Good. Aber in seinen Quartern bin ich, glaube ich, eh nicht viel weiter. Auf alle Fälle sieht das schon mal richtig schick aus. So, was hat dann? Ein großes E, ein großes A, ein Double Cream, ein Champagne und ein SW1. Hat ein GP von 651 und ein Champion in Reigning. So, wir gucken uns mal die Mama an. Die Mama hat zwei Very Good. Naja, vielleicht behalte ich sie ja doch. Das überlege ich mir noch. Da machen wir jetzt erstmal nichts. So, das nächste Pferd. Das wäre dann von Black Beauty, glaube ich. Jopp. Papa ist Ziad. So, mal gucken. Was hast du denn? Du hast auch nur zwei Very Good. Das heißt, auch du wirst uns definitiv verlassen. Auch wenn die Farbe sehr schön ist, aber meine Hengste sind halt besser. Also bis jetzt noch kein Glück gehabt. Naja, man kann aber auch halt nicht jeden Tag ein 7 Very Good Fohlen kriegen. So, ein großes A, ein großes G, einmal Cream und das war's. Champion in Endurance und ein GP von 699. So, wer also Interesse hat, das Fohlen kommt auf den Markt. Ja, voilà. So, dann haben wir hier, oh ja, das müsste von ein Teufelchen sein. Jawohl. Papa. Ich mir. So, Mama hat drei Very Good. Mal gucken, was das Fohlen hat. Das Fohlen hat vier Very Good. Vier Very Good ist schon mal nicht schlecht. Den werden wir, glaube ich, auch erstmal behalten. Wir gucken uns mal an, was das Labor so uns erzielt.
Ein großes, die zwei große A's, ein großes G und das war's. Beste Chance of Endurance und ein GP von 667. Damit ist das Fohlen genau einen Punkt GP besser als die Mama. Weil die Mama hat ja 666, deswegen heißt sie auch Teufelchen. Ja, also werde ich erstmal behalten. Ich finde auch die Farbe sehr schön. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, das nächste Fohlen. Das müsste jetzt aber Frenja sein. Jopp. Ja, da erwarte ich von den Fohlen eh nicht so viel, weil sie hatte ich mir ja nur angeschafft, weil sie eben halt wirklich very, very schick ist. Und dann gucken wir mal. Ja. Drei very good und ein average. Also geht das Fohlen definitiv entweder in den Verkauf oder in der Nacht- und Nebelaktion über den Zaun. Zwei große E's, zwei große A's. Wer für die Dressur hat ein GP von 656, aber eben halt durch das Average leider in den Verkauf. So. Dann gucken wir weiter. Da haben wir jetzt aber Moonlight mit ihrem Fohlen. Papa ist Torin. So, dann gucken wir mal. Zwei very good und zwei average ist zwar nicht wirklich schlecht, aber meine ganzen Stuten haben jetzt mittlerweile 4 bis 6 very good. Deswegen wird auch dieses Fohlen in den Verkauf gehen. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken noch mal. Schließlich möchten ja auch die Familien der Labormitarbeiter essen und trinken. Deswegen sollen sie auch bezahlt werden für Arbeit. So, ein großes E, zwei große A's. Das war's. Ja, wenn dann überhaupt, dann für Driving und ein GP von 535. Aber wie gesagt, es geht in den hoppla, Verkauf. So, dann haben wir hier. Das ist ja süß. Das müsste Falbala sein mit ihrem Fohlen. Jawohl, da ist Falbala. Zwei very good. Mjölnir vom Hackenden ist der Papa. Dann gucken wir mal. Zwei very good. Ja, das heißt, auch dieses Fohlen geht in den Verkauf. Meine Hengste sind alle wesentlich besser. Alle so um die drei oder vier, Quatsch, vier oder fünf very good. Da brauche ich eins mit zwei very good nicht wirklich. So, ein großes E, ein Double Z und das war's. GP von 580 und ein Champion in Reigning. Aber auch wie gesagt, dieses Fohlen darf sich auf dem Marktplatz stellen und hoffen, dass es einen tollen neuen Besitzer bekommt. So, was haben wir denn hier? Vier very good und eine hübsche Zeichnung. Das müsste Blue Eye sein. Ja, fünf very good. 11 very good kommt so daraus. 4 very good, bin ich ein bisschen enttäuscht. Hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen, aber egal. Wird aber auch trotzdem in den Verkauf gehen. Weil, wie gesagt, 5 very good ist so bei meinen Hengsten, und es ist ja ein Hengst, so die unterste Grenze, wo ich dann noch neue Hengste behalte. So, was sagt denn die Genetik, ein großes E, ein großes A, ein Z und ein SW1, ein GP von 602 und ein Champion in Reigning, wie bei den Isländern ja eigentlich allgemein. Also wer da Interesse hat und mir einen guten Preis macht, der kann dann dieses hübsche Kerlchen erhalten. So, da haben wir jetzt, das müsste Blondie sein. Jopp, Blondie, die Mama, Marauder, der Papa. Da hoffe ich mal. Also drei very good, ein average und sie vier very good, zwei average, dass da was ordentliches rausgekommen ist. Zwei very good, zwei average, ein mellow average. Schade, schade. Also auch sie wird in den Verkauf gehen. Was haben wir denn da? Zwei große A's und das war's. Wenn überhaupt, dann Driving und ein GP von 534.
Also ich bin echt im Überlegen, ob ich die Brabanterzucht nicht doch wirklich aufgebe oder wenigstens ganz doll einschränke, weil ich sehe da nicht wirklich Fortschritte. Ne? Das ist ja, das stagniert so vor sich hin. So, dann hätten wir hier noch von Milky Way müsste das sein. Jopp, Altmanns, die Lee ist der Papa. Vier very good. Mama hat zwei very good. Was kommt raus? Zwei very good. Also auch dieses Fohlen geht in den Verkauf. Weil, ja, die Mama hat zwar auch zwei very good. Nur, aber ich will ja eben halt expandieren. In der Hinsicht möchte ich ja mehr very goods haben. So, ein großes E, ein großes A. Das Turbiano-Gen. Und größte Chance in der Dressur. Ein GP von 628. Also ich gucke mir mal an, was die Mama so hat. Und dann entscheide ich, ob es in den Verkauf geht oder nicht. Weil die Mama hat auch nur zwei Very Good. Ja. Ja, das war es dann auch schon wieder. Alle Fohlen abgedeckt. Finde ich prima. Und ja, wie gesagt, sollte irgendjemand Interesse an einem der Tierchens haben, könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, ich bin eigentlich auch immer verhandlungsbereit. Ne? Ansonsten sage ich euch danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Hightower.